Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Video gepostet, in dem ich die Bildqualität der Sony A6000, das ist diese hier, mit der Ricoh vergleiche. Das ist diese hier. Ich hatte das gemacht, weil die Kameras gleiche, also nicht gleiche Sensoren, aber die gleiche Sensorgröße haben und eine sehr, sehr ähnliche Brennweite, wenn man hier das 18,3 mm Objektiv betrachtet und hier das Pancake mit 20 mm. Und das Resultat war eindeutig zugunsten der Ricoh, was Schärfe anging und Bildqualität. Aber wie ich schon in dem Video erwähnt hatte, lag die Vermutung nahe, dass es nicht um die Qualität des Sensors ging in dem Fall, der den Vorteil hatte, sondern die Qualität der Optik. Und um das mal ein bisschen zu vertiefen, und auch um der A6000 kein Unrecht zu tun, habe ich jetzt nochmal einen Vergleich gemacht. Und zwar habe ich auf die A6000, das habe ich jetzt gerade nicht hier, das 35 mm 2,8 Objektiv draufgepackt, was eigentlich von der A7 kommt oder A7 II, und habe sie verglichen mit der A7, also Vollformat und weiß nicht was, mit dem 55 mm Objektiv. Und damit haben wir eine sehr vergleichbare Größenordnung, was die Brennweite angeht. Und das Ergebnis ist in diesem Fall dann auch so, dass nach meinem Ermessen, und das muss jeder jetzt für sich selbst entscheiden, ich hatte die Kamera in verschiedenen Einstellungen. Ich zeige euch erst einmal das Foto oder die beiden Fotos bei voller Blendenöffnung im Fall der 2,8 und auf 2,8 mit dem 55 mm Objektiv. Und das sind diese beiden Bilder. Und jetzt vergrößern wir auf 1 zu 1. Und wie ihr sehen könnt, wir haben zwar beim links hier ist die A6000 mit dem 35 mm Objektiv bei Blende 2,8, also ganz offen. Und rechts haben wir die A7 II mit dem 55 mm geregelt auf 2,8, also es ist nicht ganz Offenblende. Man merkt einen gewissen Vorteil bei der A7 II, wobei ich glaube, es ist gar nicht wirklich die Schärfe, wenn wir so oben hier den Rand dieser Dachisolation anschauen, sondern ich glaube, es hat damit zu tun, dass dieses Objektiv eben jetzt ganz offen war. Und wir werden das jetzt nochmal sehen, wenn wir beide Objektive auf 5,6 runterdrehen. Aber was wir eindeutig erkennen können, die Schärfe und Detailwiedergabe auch bei der A6000 ist wirklich hervorragend. Wenn wir noch näher rangehen, dann sehen wir wirklich, es gibt zwar vielleicht minimale Vorteile für die A7 II, aber ich glaube, sie sind eher dadurch gegeben, dass das eben etwas geschlossener ist, die Blende, und damit in den optimaleren Sweet Spot des Objektivs rübergeht. Weil ansonsten die Schärfe und die Darstellung sind auch bei dem 35 mm auf der A6000 hervorragend. Es gibt ein bisschen chromatische Aberrationen hier, die das etwas beeinflussen. Es reflektiert etwas, aber im Großen und Ganzen, das Bild ist nicht ganz so sauber wie bei der A7 II mit dem 55 mm Objektiv, aber die Detaildarstellung ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Das erkennen wir dann umso mehr, wenn wir uns die Bilder nochmal anschauen, die wir bei Blende 5,6 gemacht haben, und das sind dieses und dieses. Und wenn wir die jetzt nochmal ansehen, dann sehen wir, dass auch das Objektiv, also das beziehungsweise die A6000, die ihr hier auf der linken Seite sehen könnt, wirklich ein gestochen scharfes Bild liefern kann, und hier auch diese Fehlfarben oder wie wir sie nennen wollen, jetzt ganz weg sind. Und hier die Schärfe wirklich, wenn wir uns die Detail,
Darstellung anschauen. Wir können auch noch mal ein bisschen reinzoomen. Eigentlich der A7 II mit dem 55mm Objektiv in fast nichts nachstehen. Also ich hätte jetzt wirklich Schwierigkeiten, hier einen eindeutigen Sieger festzulegen. Ja. Wenn wir uns hier die Details anschauen, es mag ein paar kleinere Punkte geben, wo die A7 ein bisschen schärfer oder ein bisschen besser darstellt. Wahrscheinlich liegt das auch am Dynamikumfang, dass einfach der Vollformatsensor da etwas mehr kann. Aber wenn wir uns auch diese schattigen Stellen, so diese Kanten hier ansehen, also es gibt sogar Stellen, wo es so scheint, als wäre die A6000 besser. Das hat jetzt natürlich mit der, hier nochmal, der sozusagen der Vogelkot-Test, diese Stelle hier gegenüber dieser Stelle hier. Ich kann wirklich kaum einen Unterschied feststellen, beziehungsweise eine eindeutige Entscheidung treffen, zu sagen, okay, das ist das bessere Objektiv. Mir war das wichtig, weil ich nicht wollte, dass der Eindruck erweckt wird oder jemand den Eindruck gewinnt, dass die A6000 an sich ein Qualitätsproblem hat. Das hat sie eindeutig nicht. Ich glaube, das sehen wir ganz eindeutig an diesen Bildern. Was mir wichtig war und weshalb ich trotz allem froh bin, dass ich das 20mm Objektiv gekauft habe, war, ich wollte ein Objektiv, was wirklich ganz klein ist, und wie ihr das hier seht, das ist ein ganz kleines Objektiv und das trägt kaum auf, und das ist ein Setup, was ich einfach so fast in die Tasche stecken kann und vor allem ohne diese komische Gegenlichtblende hier, die wirklich, naja. Aber zum Glück wurde in diesem Fall beispielsweise ein Objektivdeckel angewandt, was man sowohl vorne auf der Blende als auch direkt auf dem Objektiv benutzen kann. Und so hat man hier eine kleine, kompakte Geschichte in der Hand. Und mit einer Qualität, die der A7 II, die jetzt nun nicht das Flaggschiff ist, weil es gibt immer noch die A7R, die also von der Auflösung bei 36 Megapixel liegt, die besser ist, aber das Flaggschiff im Sinne der technologischen Evolution der A7-Serie. Und das ist eine Vollformatkamera, die das Dreifache kostet von dem, was die A6000 kostet. Aber deshalb auch meine Empfehlung, wer interessiert ist, die A6000 ist eine Top-Kamera. Und wer auf den Vollformatsensor und die Wetterfestigkeit verzichten kann, ist mit der A6000 in vielerlei Hinsicht sogar besser bedient, weil sie den besseren Autofokus hat, weil sie schneller ist, weil sie mit 11 Bildern pro Sekunde als Sportkamera verwendet werden kann und weil sie wirklich in ihrem Marktsegment eine sensationelle Kamera ist. Ja. Das wollte ich hier nochmal gesagt haben. Beide Kameras sind toll. Das geht auch jetzt nicht gegen die Ricoh. Ich wollte da jetzt keinen direkten Vergleich machen, weil das eine ganz andere Brennweite ist. Wir haben hier ein 28mm Äquivalent und hier hatten wir dann mit der 35er Brennweite ein ungefähr 50, etwas über 50mm Äquivalent. Aber das war mir schon wichtig, da einen Vergleich zu machen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Und wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie gern unten rein. Wer sich für die Kamera interessiert, ich packe auch hier nochmal einen Link zu der A6000 auf Amazon rein. Dort könnt ihr auch noch technische Details rausziehen. Und wer da sich für die Kamera interessiert, liegt mit Sicherheit beim Kauf nicht falsch. Die Kamera ist wirklich sensationell. Also sie bietet alles, was man in dem Preissegment von so einer Kamera erwarten kann. Und ist wirklich toll und macht Spaß, sie zu benutzen. Ich danke euch und hoffentlich bis bald. Tschüss!